Moin, moin. Wir haben heute den 5.10.21 und ich werde jetzt mal das mit den Clips, die vorher gewesen sind, werde ich mal fortführen, aber was da noch weiter hinter steckt, weil das war ja nur ein ganz kurzer Ausschnitt von Leuten, die zusammenarbeiten, habe ich nur die Häuser und das vorgestellt. Jetzt werde ich euch den mal mit den Namen vorstellen, diesen korrupten Sumpf, der hinter der Windkraft steht oder die daran beteiligt sind, an diesen sogenannten Bürgerwindparks. Und zwar habe ich hier damals diese Karte bekommen. Mitglieder des Westküstenbeirates. Und das ist eine sehr interessante Position. Hier sind 29 Leute oder Agenturen drauf. Da kann man sehen, das sind der Landrat, Dr. Hasen, drauf, Dithmarschen, Steinburg und so weiter und so fort. Dann kommt hier die WTESH. Und da ist jetzt das richtig Interessante. Ab dem 1.3.2022 wird von Robert Habeck, der Bruder, Hinrich Habeck, diese Posten von Dr. Bernd Bösche übernehmen. Dann haben wir Unternehmensverband Unterelbe, dann haben wir die IHK hier drauf, Handwerkskammer und Morten Holpert von der Holmzin, Ingrid Nestle von den Grünen und Thomas Losse Müller-Stahl von den Grünen, der jetzt hier zur SPD gewechselt ist in Schleswig-Holstein. Und diese Leute haben alle mehr oder weniger auch mit zusammengearbeitet an der Position Bürgerwindpark. Und auch der BUND Schleswig-Holstein ist auch mit bei. Und die haben darauf hingearbeitet, eben praktisch, dass es nur als Bürgerwindpark gehen soll. Weil das Land von den Landwirten, das war der Grundstock praktisch für die ganzen Aktivitäten, die sie treiben konnten. Und wenn man zum Beispiel sieht, Morten Holpert von der Holmzin AG, er hat in 2016 haben die 16 Anlagen genehmigt bekommen, mit Hilfe von Robert Habeck. Im Endeffekt, weil das war eine Moor- und Wiesenlandschaft, da hätten die eigentlich gar nicht so gerne stehen dürfen. Und die haben die Anlagen bekommen bei Andreas Eichler, im Endeffekt von Vestas. Und dieser Andreas Eichler, der ist zum Beispiel 2018, sind die wegen Cross-Compliance-Sachen, ist er entlassen worden mit anderen Managern, weil die anscheinend Vestas um angeblich 15 Millionen Euro durch überhöhte Rechnungen geschädigt haben sollen. Das ist 2018 groß im Internet oder ist ja auch jetzt noch im Internet zu finden. Also da kann man mal sehen, mit was für Menschen man das da zu tun hat. Es geht wirklich um Riesensummen. Und wenn man das sieht, dass jetzt praktisch über die WTSH, da laufen ja die ganzen, haben die sich ja alle unter eingetragen. Zum Beispiel das Off-Tech-Center aus Engesande. Dann die Agenetz ist drin. Und was ich noch interessant fand, der Schleswig-Holstein Zeitungsverlag. Und ich habe mich ja immer gewundert, die wollten nie was schreiben über diese ganzen Angelegenheiten. Ich hatte mal Reporter hier, den Hagen Wohlfahrt und die Frau Brehme, die wollten unbedingt was über die Windkraft schreiben, warum ich mich da rausgeklagt habe. Und da habe ich denen ja die ganze Machenschaft und denen das offengelegt und gesagt, schreibt doch mal drüber. Und da haben die immer ganz schnell den Deckel zugemacht. Ja, das weiß ich ja auch seit gestern warum. Die sind auch in dem Verein, in der WTSH drin. Und das wird kein Mensch darüber öffentlich berichten, weil das ist ein Korruptionsnetzwerk, was sich gebildet hat. Und Robert Habeck steckt im Endeffekt überall dahinter. Zum Beispiel hilft er hier seinen Leuten, dass sie eine Baugenehmigung kriegen. Und das größte Ding, was er geleistet hat, ist mit dem Off-Tech-Center 2016 in Engesande. Da bin ich an Unterlagen gekommen. Und wie er danach geholfen hat, dass praktisch diese Baugenehmigung genehmigt werden, weil das Off-Tech-Center in Engesande ist ein Lieblingsprojekt von ihm. Das ist ja ein Testfeld und hat ein Statussymbol praktisch in Schleswig-Holstein. Und muss erhalten bleiben, weil das ist ja ein symbolträchtiges Prestigeobjekt für die angebliche Energiewende. Was im Endeffekt ist es ja teilweise nur eine Geldwende. Mehr ist es ja teilweise gar nicht. Und da werden ja die Millionen hin und her geschoben und ich bin eben an Unterlagen gekommen, die jetzt Robert Habeck natürlich in sehr, sehr große Schwierigkeiten bringen würden, weil die sind an ihn da adressiert und das sind E-Mails und sowas. Und das legt natürlich sein Netzwerk offen, wie er über seine Behörde damals in Kiel gearbeitet hat, um seinen Leuten zu helfen. Und auf diese Machenschaften werde ich anschließend noch kommen, auch im Zusammenhang mit Martin Jensen und mit dem Bürgerwindpark Holzacker Knobloch. Das hängt ja alles zusammen, damit die Bürger mal einen Einblick bekommen, wie korrupt das inzwischen alles geworden ist, hier die ganzen Behörden, Politiker. Und das zieht sich ja von hier bis Berlin hin. Und das fängt an in der Kommune, es geht übers Amt.
und über den Kreis und über die Landesregierung, also bis oben hin in Berlin eigentlich schon, und teilweise wird es auch noch teilweise von der EU das Ganze gefördert. Und ich habe ja nun auch diese Leute ja auch schon in meinem privaten Umfeld, also in meinen Kommunen, in Enge und Sande und in Stadum ja teilweise heftig angegriffen. Und es verteidigt sich ja auch keiner von denen, weil die genau wissen, dass ich Bescheid weiß über die Sache. Und im Endeffekt ist es ja so, dass zum Beispiel der Kreis Nordfriesland schon im Jahr 2009 sich darauf vorbereitet hat, dass das Bürgerwindparks werden sollen. Und das ist ja völlig rechtswidrig, weil das ist der Name ist gar nicht geschützt und das darf im Endeffekt gar nicht gemacht werden. Und da ist unter Punkt 6 eben geschrieben worden, um die Akzeptanz in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und größtmögliche regionalwirtschaftliche Effekte zu erzielen, Steigerung des örtlichen Haushaltseinkommens, hat das Modell Bürgerwindpark Vorrang vor anderen Betreibermodellen. Bürgerwindpark bedeutet hierbei, dass eine breite Streuung der Anteile unter der hiesigen Bevölkerung gewährleistet ist. Also das heißt ja im Endeffekt, dieses sogenannte Kommanditgeld, was man ja den Bürgern ja verkauft, das ist ja im Endeffekt nur das Geld, was die Bank, die Windkraftanlagen finanziert, braucht für das Eigengeld. Und das wird den praktisch den Bürgern verkauft als Kommanditgeld. Und nach dem Motto, wer da drin beteiligt ist, der hält jedenfalls auch die Schnute drin. Ne? Und das Land Schleswig-Holstein, da habe ich hier eine Drucksache vom 5.6.2013. Und da gehen die auch drauf ein. Und da heißt das auch unter anderem über Windcom, die ja auch gefördert worden sind oder werden vom Land. Das heißt, der Transfer der Betreiber vom Bürgerwindpark soll sich auch auf andere Regionen im Land und den Netzausbau in Schleswig-Holstein erstrecken. Also das heißt, es ist generalstabsmäßig geplant und das ist auch im Endeffekt schon untersucht worden. Es ist ein umweltpsychologisches Gutachten gemacht worden in Magdeburg. Von Laufzeit vom 1.7.2008 bis zum 30.06.2010. Da haben die untersucht, wie die Menschen wohl auf Windkraft reagieren würden. Und da sind sie zu dem Ergebnis gekommen, die Bevölkerung daran zu beteiligen. Dann werden sie es akzeptieren und den Mund halten. Also ist das generalstabsmäßig über Jahre im Voraus geplant worden. Und dann ging es im Endeffekt nur noch darum, die Landwirte mit irgendwelchen Argumenten zu überzeugen, in einem Nutzungsvertrag in einem Bürgerwindpark zu unterschreiben. Das ist teilweise mit Täuschung getan, teilweise auch mit Druck oder auch bei einigen auch mit Bedrohung. Und ich bin dann damals, 2012, habe ich auch einen Vertrag unterschrieben und dann bin ich da irgendwie hintergekommen, dass da irgendwas nicht stimmt und habe mich dann rausgeklagt aus der Sache, habe auch vor Flensburg gewonnen. Und jetzt gibt es den nächsten Prozess, also einen praktischen Schadenersatzprozess dagegen. Und da werden diese ganzen Sachen, da hat die Kanzlei das ja auch ausgearbeitet hier, in 53 Seiten. Die haben ja auch gesagt, sowas haben wir noch nicht gehabt bis jetzt. Und wie gesagt, dann ist dieser Leitfaden Bürgerwindpark gemacht worden. Oder auch über die Argenetz, die auch hier unter der WTSH Mitglied drin ist. Damit das alles schön sauber abgewickelt wird und die Leute, die dahinter stecken, alle davon profitieren. Und das Schlimmste daran im Endeffekt ist ja, dass ich ja, wie gesagt, den Prozess gewonnen habe. Das ist ein Privatprozess. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich immer doch mal eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft machen wegen Betrug und was da eben hinter steckt. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Und wie gesagt, und der Staatsanwalt meinte, das ist alles völlig normal, was hier passiert. Und da werde ich nachher auch nochmal gleich drauf eingehen. Das ist nämlich ein ganz, ganz spezielles Ding, dass diese ganzen Machenschaften, die dahinter sind, eben praktisch von der Staatsanwaltschaft gedeckt werden. Und da komme ich gleich drauf zu.